Wir wollen uns in diesem Video nun mit der Funktionsweise und dem Aufbau von Windenergieanlagen beschäftigen. Hier auf dem Foto ist eine typische Windenergieanlage mit drei Rotorflügeln zu sehen, also einem sogenannten Horizontalläufer. Das bedeutet, dass die Rotationsachse horizontal ist. Was wir jetzt nicht machen werden im Rahmen dieser Reihe, ist, dass wir uns mit den Vertikalläufern beschäftigen, also Windenergieanlagen, deren Rotationsachse vertikal ist. Da diese Windenergieanlagen eine untergeordnete Rolle spielen und der Fokus bei der Windenergieerzeugung auf diesen Vertikalläufern liegt. Wie ist nun dieser Aufbau von diesen typischen Windenergieanlagen? Wir haben auf der einen Seite natürlich einmal hier den Turm mit einer Höhe von 80 Metern. Das sind dann die älteren Anlagen, die jetzt schon 15 Jahre ungefähr alt sind. Mittlerweile moderne Windenergieanlagen haben Höhen von 100, 120, 135 Meter und teilweise noch höher. Wir haben dann hier oben, das hier ist dann die Gondel mit der Technik der Windenergieanlage. Wir haben die drei Rotorflügel. Das hier ist also das Rotorblatt oder Rotorflügel. Wir haben hier vorne die Narbe. Wir können die Rotoren hier vorne, kann man das erkennen, in der Ausrichtung drehen. Das Rotorblattlager, das heißt, also man kann die Rotorflügel oder den Winkel der Rotorflügel verändern. Das sehen wir uns dann gleich noch an, haben wir auch in den vorherigen Videos uns schon überlegt. Dann haben wir in der Windenergieanlage oder in der Gondel haben wir auf der einen Seite ein Getriebe. Das ist jetzt hier bei dieser Anlage nicht der Fall. Das hier drin gegebenenfalls ein Getriebe von ist. Es gibt auch getriebelose Anlagen wie diese Anlage hier. Wir haben dann den Hauptteil, nämlich den Generator, der dann hier im hinteren Teil sitzt. Das hier ist der Generator, der für die elektrische Energieerzeugung ist. Und wir haben dann hier hinten noch auf den Windenergieanlagen noch die Windmessung. Das heißt also die Möglichkeit, Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu bestimmen. Innerhalb des oder der Turm ist natürlich oder die Gondel ist drehbar auf dem Turm gelagert. Es gibt natürlich auch Bremsen, die dann die Rotation oder die freie Rotation der Gondel unterbinden. Das sind große elektromagnetische Bremsbacken, die dann dazu führen, dass man die Bewegung des die Rotation des der Gondel verhindern kann. Wie funktioniert nun die Errichtung und der Aufbau einer Windenergieanlage? Wir haben hier drei Bilder mit einzelnen Komponenten einer Windenergieanlage. Oben links sehen wir jetzt ein großes Turmelement, das im Hinteren natürlich hohl ist, aus Stahl auf einem Spezialtransporter. Im Inneren Leiter, Kabelführung für die Kabel, die dann hier oben von dem Generator dann nach unten führen. Links unten erkennen wir einen Rotorflügel, ebenfalls auf einem Spezialtransporter hier mit den Vorrichtungen zur Montage des Flügels dann an der Gondel. Und dann unten rechts ist zu erkennen der Aufbau eines Turmes, der dann Schicht für Schicht oder Element für Element aufgebaut wird mit einem entsprechenden Spezialkram, der die Elemente anhebt, auf den Turm setzt, die dann dort verschraubt werden. Wir sehen schließlich auf dem Bild oben rechts Vertikalläufer, das heißt also Windenergieanlagen, die jetzt hier auf einem Dach eines Gebäudes montiert sind. Die Rotationsachse ist vertikal, also senkrecht nach oben gerichtet und die Rotation entsprechend um diese vertikale Achse. Diese Windenergieanlagen spielen deswegen nur eine untergeordnete Rolle, dadurch, dass natürlich die Windgeschwindigkeiten auf dem Gebäude oder hier in einer städtischen Bebauung relativ niedrig sind, was den Energieertrag
entsprechend schmälert. Der Wirkungsgrad solcher Vertikalläufer ist einfach physikalisch bedingt auch deutlich schlechter als bei den Horizontalläufern mit den drei Rotorflügeln. Das hier ist die effizienteste Bauweise, sodass sich also diese Vertikalläufer ja, in der Regel aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentieren. Sie sind technisch ja, mittelmäßig aufwendig, sie sind vor allem statische Fragen zu beachten, wenn solche Anlagen auf Gebäuden installiert werden. Dadurch, dass es halt massive Windlasten geben kann, die die Statik beanspruchen des Gebäudes, der Windenergieanlage und dann durch die relativ geringen Windgeschwindigkeiten, die großen Turbulenzen, die auftreten, spielen solche Vertikalläufer aus technischer und wirtschaftlicher Sicht tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Wir wollen uns als nächstes mit der Generatorwirkleistung und dem Leistungsbeiwert einer Windenergieanlage beschäftigen. Wir hatten ja gesehen, dass die Leistung einer Windenergieanlage P sich ergibt als ein halb mal Rho mal A mal V hoch 3 mit der Dichte der Luft, der Fläche, die die Rotorflügel umspannen und die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe zur dritten Potenz. Was jetzt nun, also das ist ja die Leistung, die im Wind steckt, was nun noch als weiterer Faktor dazukommt, ist der Leistungsbeiwert CP, der von der Geschwindigkeit abhängt. Und der nun den Wirkungsgrad der Anlage bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten widerspiegelt. Wenn wir uns das mal ansehen, also auf die Y-Achse zeichnen wir den Leistungsbeiwert. Und auf die X-Achse wollen wir die Windgeschwindigkeit einmal zeichnen. Also hier V Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe und dann hier auf die Y-Achse den CP-Wert. Dann beobachtet man Folgendes, also 1, 2, 3, 4, 0,5 als Leistungsbeiwert, hier dann die 0,6, das ist ja der theoretisch maximale Wert, diese 0,593, das hatten wir ja gesehen mit dem sogenannten Batchen-Leistungsbeiwert, der dann hier auf dieser Höhe ungefähr liegt, knapp unter der 0,6. Und wenn wir uns dann ansehen, wie dieser CP, der Leistungsbeiwert, sich verhält in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit, das mal einzeichnen hier ins 5 Meter pro Sekunde, hier haben wir dann 10 Meter pro Sekunde, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 und hinten immer dann 25 Meter pro Sekunde, also hier sind wir dann bei 24 Meter pro Sekunde. Wie sieht jetzt der Leistungsbeiwert typischerweise aus? Also die Einschaltgeschwindigkeit bei modernen Windenergieanlagen liegt ungefähr bei 2 Meter pro Sekunde, vielleicht auch noch 3 Meter pro Sekunde. Dann steigt der Leistungsbeiwert schnell an. Das heißt, der geht dann hoch, sodass man bei 5, 6, 7 Meter pro Sekunde das Maximum erreicht. Das Maximum liegt ja, typischerweise bei modernen Windenergieanlagen um die 50%, also das ist der tatsächlich maximale Leistungsbeiwert, der natürlich so optimiert ist, dass bei den Windgeschwindigkeiten, die am häufigsten auftreten, auf Nabenhöhe, nämlich 5, 6 und 7 Meter pro Sekunde, der Wirkungsgrad natürlich am größten ist. Und dann fällt der CP-Wert wieder ab, bis er dann gegen ja, oder gegen Null geht, so ist der typische Verlauf des Leistungsbeiwerts. Wie sieht dann die resultierende Wirkleistungskurve aus? Also wenn wir jetzt mal hier eine zweite Y-Achse ergänzen, die wir hier auf der rechten Seite darstellen mit der Wirkleistung unseres Generators. Diese Kurve ergibt sich jetzt aus dieser Gleichung hier. Die Dichte weitestgehend konstant, die Fläche konstant, wenn nun die dritte Potenz der Windgeschwindigkeit und nun unseren Leistungsbeiwert CP. Was passiert? Wir haben jetzt hier die Einschaltgeschwindigkeit, die hier bei 2 Meter pro Sekunde ist. Wir sind typischerweise im Bereich von 12,
13 Meter pro Sekunde erreichen wir die maximale Leistung. Also wenn wir jetzt hier mal einzeichnen, das ist die Nennleistung unserer Windanlage. Das können 2 oder 3 Megawatt sein. Das heißt also, an diesem Punkt bei 12 oder 13 Meter pro Sekunde erreichen wir die Nennleistung. Damit steigt also die Leistung von dem Einschaltpunkt mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit des Windes an. Und wir haben dann erreichen dann die Nennleistung ungefähr hier, regeln dann über die sogenannte Pitch-Steuerung die Anlage so, dass wir bei der Nennleistung bei steigenden Windgeschwindigkeiten die Nennleistung halten bis ungefähr 25 Meter pro Sekunde. Das ist so bei modernen Windanlagen die Abschaltgeschwindigkeit. Da ist die Energie, die Leistung in dem Wind so groß, dass die mechanischen Belastungen kritisch werden. Dann wird die Anlage aus dem Wind gedreht, damit die Anlage keinen mechanischen Schaden nehmen kann, und die Nennleistung fällt damit quasi auf Null. Das heißt also, wenn man die Anlage nicht quer zum Wind stehen hat, die Rotorflügel entsprechend dreht und die Bremsen aktiviert, lässt sich die Anlage dann bei entsprechend hohen Windgeschwindigkeiten von 25, vielleicht bis 30 Meter pro Sekunde entsprechend schützen.